Aus meiner Reihe Treffpunkt und Musik bin ich hier wieder heute in Hamburg-Wilhelmsburg. Wir haben hier das Hofcafé. Hinten steht ein großes Schild, genauer in Kirchdorf. Wir haben hier ein ganz tolles Gebiet. Wir haben hier Wald, Wasser, Naherholung, Parks, Einkaufszentren. Was fehlt noch? Ihr seid hier, was wir ganz wichtig hier. Ist. Richtig. Ja, sonst könnten wir hier nicht sitzen, wenn ihr nicht hier wärt. Die nächste Metropole bei uns ist einmal Harburg und Hamburg, jeweils 10 Minuten, Viertelstunde entfernt. Ja. Und darf ich ein bisschen was Privates jetzt auf euch eingehen? Ihr könnt das hinterher, entweder schneiden wir das raus oder was auch immer. Nur, dass ich jetzt mal was frage. Und ja, frag mal. Okay. Also ein Stammgast hat mich hier auf euch aufmerksam gemacht, hat gesagt, da gehen wir mal hin. Die sind bestimmt bereit, ein Interview mit dir zu machen, was ich auch gerne gemacht habe. Und jetzt die erste Frage, seit wann gibt es euch hier? Seit 3. Oktober letzten Jahres. Seit 3. Oktober letzten Jahres. Ich habe zwar noch einiges vergessen, macht aber nicht. Wie seid ihr auf die Idee, hier ein Café zu machen? Wie seid ihr darauf gekommen? Das ist schon ein bisschen länger her. Ich wollte das vor vielen Jahren schon mal machen, so ein Deko-Café, wo man, naja, so ein Mädchending, wo man immer viel Tüdelüt hat und das alles abverkauft und Kaffee und Kuchen macht, weil wir alle gerne Kuchen essen. Das hat sich dann irgendwann zerschlagen und ja, ich habe einen anderen Job gekriegt und das, wir haben keine Location gefunden, das war gegessen. Und vor ein paar Jahren hatten wir das Glück, dieses Haus hier kaufen zu können und wollten hier eigentlich was abgeben zum Bauen. Und es hat sich ergeben, dass unser Sohn dann irgendwann seinen Job nicht mehr weitermachen wollte im Hotel. Der hat als Koch im Hotel gearbeitet, als Frühstückskoch, und hat gesagt, er möchte da nicht mehr arbeiten. Und haben wir beschlossen, okay, dann nutzen wir dieses Grundstück hier selbst und machen halt doch ein Café und so ein bisschen Gastro. Hat sich hier die zweite Frage, wäre gewesen, normalerweise machen das Café ja jüngere Leute, womit ich nicht sagen will, dass ihr alt seid. Das will ich auch nicht hoffen. Gottes Willen würde ich mir nie erlauben. Selbst wenn, dann kann man mit 70 noch jung sein. Ja, generell macht das Café morgens unser Sohn. Der ist aber im Moment krank und deshalb ist er auch heute nicht dabei. Ja, und wenn er wiederkommt, macht er das auch vormittags wieder und nachmittags steigen wir hier zusammen. Was, wenn jetzt hier Gäste kommen, was kann ein Gast von euch erwarten an Angeboten? Kaffee, Kuchen? Das ist ein Imbiss. Aber was zeichnet euch jetzt? Nein, das ist nicht Kuchen, das ist selbstgemachter Kuchen. Siehste, darauf wollte ich das kommen. Ist leckerer, selbstgemachter Kuchen, nicht aus der Tüte, sondern ordentlich gemachter Kuchen. Selbst gebacken, selbst gerührt, keine fertigen Tortenböden, frisches Obst, gefrorenes Obst, keine Tütensachen. Das heißt, nur der Kaffee ist nicht selber angebaut? Den haben wir nicht selber angebaut, aber das ist auch ein guter Kaffee. Wir haben so ein bisschen mehr so den Anspruch, gute Qualität zu liefern und nicht zum billigsten Preis, das, was Qualität zu günstig war. Hat genau. Eben seinen Preis. Genau. Unser Anspruch ist, ordentliche Sachen auf den Tisch zu bringen und die Leute hier so ein bisschen zu versammeln. Deshalb, ja, ordentlicher Kuchen, ordentlicher Kaffee, kleine Snacks, kleine Auswahl. Frühstück, das Abendbrot. Jetzt seht ihr hier Starclub Musik, das ist ein bisschen was für mich. Das ist mein Musikkanal, den ich habe auf YouTube oder bei Facebook. Gibt es hier bei euch auch Live-Musik? Ja, bei uns gibt es ab und zu mal Live-Musik. Bei uns gibt es mal den Chor. Ab und zu haben wir hier mal, das finden ältere Leute meistens sogar noch besser, kommt hier der Inselchor und singt hier für, ja, auch für kleine nette Gage, nämlich für Kaffee und Kuchen, belustigen die hier immer so ein halbes Stündchen oder Stündchen die Leute so zum Frühling oder zum Advent singen. Wir haben hier Live-Musik in Form von, ja, was war das? Eigentlich Pop-Rock-Gemischmusik. Ja. Ab und zu mal, wenn jemand Lust hat und hier freiwillig spielt, dann machen wir auch gerne Live-Musik. Ich habe sehr gute Kontakte in diese Szene. Jetzt wollte ich irgendwas anderes sagen. Jetzt ist mir das. Allerdings können wir diese Live-Musik immer nur draußen bieten, weil wir drinnen sehr beschränkte Sitzplätze haben und man eben nicht so viele Leute reinsetzen darf. Deshalb sind wir immer froh, wenn jetzt im Sommer ein bisschen was stattfindet oder im Winter die Leute sich auch gerne mal warme Sachen anziehen. Ist eigentlich auch ganz gemütlich hier draußen, so auf dem Adventmarkt, ein bisschen Advent singen. Wenn ihr was macht, ich wohne ja nun nicht weit weg von hier, sagt mir einfach Bescheid, ich komme gerne runter mit einer Kamera, nehme das auf und da haben wir zwei Effekte. Ich kann ab und zu Musik aufnehmen und wir können nochmal Musik mit euch, man kann das schön verbinden und das Publikum erfährt, aha,
hier in Kirchdorf ist nicht nur tote Hose, sondern hier wird auch Musik gemacht. Ja, das ist auch wirklich so im Moment, weil ich war gestern beim Mühlenfest und auch da kommt wieder was. Also wir haben jetzt demnächst nochmal eine kleine Veranstaltung, nicht nur den Inselchor, das sind ja Frauen, sondern wir holen hier nochmal den früheren Wilhelmsburger Männerchor her. Die machen hier so ein Shanty, Frühschoppen oder Nachmittag oder so in diese Richtung. Das haben wir gestern besprochen. Mich anrufen, komme ich. Ja. Und dann haben wir vielleicht noch eine andere Veranstaltung, da muss ich aber selber erstmal dealen, was ich mir leisten kann. Gut. Welche Art Gäste kommen hier? Wir haben hier einmal Wohngebiet, muss ich sagen, und wir haben hier sehr viele Eigenheimer hier. Das ist beides. Völlig gemischt. Wir haben sowohl aus dem Wohngebiet, wir haben eigentlich alle Altersklassen von 18 bis 80. Die Frau mit Kinderwagen, genauso wie die Dame mit dem Rollator aus dem Altenheim, wo die Familien hierher kommen. Es kommen alles. Deutsche, alles es kommen gemischt. Ausländer, es ist wirklich alles gemischt hier. Ja. Kein spezielles Publikum, wo man sagen sollte, wir sind nur für die Jugend da. Oder, nein, also es kann praktisch mich darauf, es kann jeder kommen, der will. Selbstverständlich. Er wird nicht irgendwo, er braucht sich nicht irgendwo in die Seite gedrängt fühlen, weil nur Jugendliche hier sind. Nein, das glaube ich nicht. Das wollte ich damit sagen. Die Jugendlichen sogar neulich war hier ein junger Mann, der mir ein Schild gebracht hat, ob ich das anhängen würde, das Plakat, und sagte, oh, das ist aber schön, geschätzt so 17, 18. Ja. Und sagte, das ist ja cool. Ich glaube, ich frage meine Eltern, ob wir am Wochenende mal Kaffee trinken gehen. Und genauso kommen alte Leute und sagen, hier schön ruhig. Oder manche Leute setzen sich gerne mal, wir haben ab und zu mal hier so Liegestühle stehen, einfach nur mal in den Stuhl, ohne Kaffee zu trinken und lesen mal einen Augenblick. Oder alles so. Möglich. Total. Alles ist möglich. Wie sind die Öffnungszeiten? Wenn jemand euch jetzt besuchen möchte, der sieht den Film sieht, wie sind eure Öffnungszeiten? Wir machen momentan in der Woche um 14 Uhr auf, am Wochenende um 12 und wir schließen immer um 6. Und wenn alle wieder gesund sind und alle wieder am Start, dann öffnen wir wieder morgens zum Frühstück. Dann ist von 10 bis 18 Uhr auf und montags ist gut. Jetzt könnte ich ja erklären, wie man hierher kommt, aber es ist besser, ihr erklärt, wie man euch findet. Ihr findet uns am besten, wenn ihr auf Facebook oder Instagram geht. Da ist nämlich eine Anfahrt drin, beziehungsweise unsere Adresse. Oder auch auf Google Maps findet man uns unter Hofcafé Schröder Wilhelmsburg. Da ist ein Anfahrtsplan drin. Ansonsten fährt man mit der S-Bahn nach Wilhelmsburg und läuft, ich sag jetzt mal, 5 Minuten zu Fuß. Zwischen 5 und 10 Minuten, je nachdem. Man läuft Richtung der Kirche, die man von der S-Bahn aus sieht und sieht eigentlich dann schon das rote Holzhaus, da findet man uns. Und ansonsten müsste jemand in sein Navi eingeben, im schönen Felde 43, und dann findet man uns auch. Das rote Holzhaus ist hier schon der Begriff. Der Begriff. Und Barney, ich sehe auch, ihr habt hier sehr viel Parkplatz. Es ist also nicht beschränkt auf einen einzigen. Auf gar keinen Fall. Parkplatz. Also kann jeder sein Auto mitbringen. Genau. Gut, selbstverständlich. Es passen Motorräder, Fahrräder und Autos hierher. Genug Platz. Jetzt sind wir vorhin einmal noch darauf gekommen. Ich stelle die Frage trotzdem nochmal, wer führt und wer leitet dieses Café? Oha, das ist so ein bisschen, das sind so zwei Sachen. Es braucht nichts Privates. Nein, das ist ganz... Also ganz offiziell ist mein Mann unser Geschäftsführer und der macht auch was. Aber wir haben uns ein bisschen aufgeteilt. Wir machen es eigentlich alle drei gemeinsam. Jeder hat so eine andere Aufgabe, die er macht. Also der Mann steht zum Beispiel nicht in der Küche. Der Sohn backt eigentlich die meiste Zeit, weil der das eben halt morgens macht und vorbereitet. Ich gehe nachmittags mal mit rein. Je nachdem, hier macht jeder eigentlich das, was gerade gemacht werden muss. Ja, sehr schön. Gibt es auch Alkohol oder eben nur Kaffee und Kuchen? Bei uns gibt es keinen Alkohol, aber es gibt Alkohol-ähnlich. Wir dürfen keinen Alkohol ausschenken, weil wir zu wenig Toiletten dafür haben. Das ist der einzige Grund, weil man nach dem Bier öfter aufs Klo muss als nach dem alkoholfreien Bier. Totaler Quatsch, aber wir haben alles in alkoholfrei. Wir haben alkoholfreies Bier, alkoholfreies Alster, alkoholfreie Cocktails. Wir haben alles in alkoholfrei. Ja. Man verdurstet hier nicht. Es gibt also Kaffee, es braucht keiner auf sein Bier verzichten. Er muss eben nur auf den Alkohol drin verzichten. Genau. Wir haben alles, was kein Alkohol ist, so ziemlich im Angebot. Habt ihr noch eine Frage? Möchtet ihr noch irgendetwas erzählen? Sonst sage ich Dankeschön. Aber wenn ihr noch was erzählen möchtet?
Moment. Ich wüsste nichts. Nicht. Haben also, wir alles, genau. Alles ab. Ich finde, wer noch Fragen hat oder noch irgendwas Interessantes wissen möchte, der muss einfach mal herkommen. Oder und wendet sich das an dich. Wollt ihr eine Telefonnummer nennen? Könnt ihr die nennen? Wäre das was Sinnvolles oder eher nicht? Wir haben eine Telefonnummer, die ich eigentlich nicht auswendig kenne. Ich auch nicht. Und gut. Aber auch die also, haben wir im Internet gepostet. Also jeder also kann uns anrufen. Ruf Café Schröder in Hamburg-Wilhelmsburg, ja. Hätte ich gesagt, Kirchdorf. Ja. Da findet ihr die Telefonnummer, die netten Wirtsleute. Ich sage danke für dieses nette Gespräch. Wir bedanken uns auch ganz herzlich. Ja, vielen Dank. Wir sehen uns auf jeden Fall in 48 Stunden. Dankeschön. Ja. Gerne. Tschüss.